Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zum weiteren Teil aus meinem Aquarientagebuch. Heute mal mit Filter, denn es ist schon etwas später, die blaue Stunde hat schon begonnen und ja, ich wollte euch das trotzdem mal zeigen. Ja, es ist wieder ein bisschen was passiert. Ich habe wieder ein bisschen umgeräumt oder ein bisschen was getan am Wochenende. Die Korallen, die ihr hier vorne auf dem Ablegerdeck seht, zeige ich euch gleich mal. Die haben ein Jodbad gekriegt. Na, ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen mit dem Auflösen der Korallen kämpfe. Und jetzt hatte ich den Tipp bekommen, mach doch mal ein Jodbad. Das könnte helfen. Ja, jetzt habe ich die Korallen am, wann war das? Am Anfang der Woche, nee, letzte Woche habe ich die in Jod gebadet, Ende letzter Woche. Ja, und so sehen sie jetzt momentan aus. Also, ich würde mal sagen, das Gewebeablösen hat bei denen zumindest erstmal aufgehört. Allerdings noch nicht im kompletten Becken. Na, wenn man jetzt hier die Montipora sieht, die sieht nicht gut aus. Wenn man hier die Acropora sieht, ich hoffe, man kann das erkennen, jetzt in Bildmitte, sieht auch nicht wirklich gut aus. Die Acropora sieht auch nicht wirklich berauschend aus. Und die hier ist ein Frack von der anderen. Also ein Ableger, nachdem ich wieder einen toten Teil wegschneiden musste. Auch die wurde gebadet, aber, also auch die da oben wurde gebadet, aber auch die, entweder hat sie das Jodbad nicht so ganz verkraftet oder, naja, auf jeden Fall sieht sie nicht ganz so gut aus. Dann bin ich so ein bisschen meinem Schwamm zu Leibe gerückt. Nicht jetzt unbedingt effektiv, aber er hat mir einige Korallen befallen und da wollte ich gerne eingreifen und habe ihn ja, mit ausgeschalteter Strömung ganz grob entfernt, um ihn halt loszuwerden. Unter anderem hauptsächlich hier hat er meine Scully schon befallen, sage ich jetzt mal. Hier meine Lobophyria, da war er auch schon dran. Und der Hauptgrund war hier diese Euphyria, da war er auch dran, besonders am rechten Kopf. Der war ja schon ein bisschen länger tot, aber dann habe ich es halt gesehen, der Kopf war eingezogen und der Schwamm hatte ihn halt schon berührt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt musst du mal eben was tun und dann führte eins zum anderen und dann habe ich gleich ein bisschen mehr entfernt, als ich wollte. Wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, wird merken, dass ich ein paar neue Korallen habe. Und zwar habe ich die vom Michael, ne? Der hat bekanntermaßen sich einen riesengroßen Pott in sein Wohnzimmer gestellt. Und ein paar Korallen wollten nicht mit umziehen. Und da hatte ich ihn gefragt, ob ich die denn bekommen könnte, um wieder so ein bisschen Biomasse in mein Aquarium zu bringen. Na? Also das sind jetzt hauptsächlich grüne Akroporen. Die Hydnopora ist auch dabei, aber die ihr jetzt so in der Mitte vom Bild seht, in rechter Hand, die ist neu. Die dicke Enzmann, die ich gerade gezeigt habe, die habe ich von Micha. Das ist einfach nur, um ein bisschen Biomasse hier reinzubringen, um die Biologie ein bisschen anzukurbeln. Weil ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Wachstum und überhaupt mit dem Becken im Allgemeinen. Dann möchte ich euch gerne was zeigen, was ihr hier jetzt seht. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich habe einen durchgehenden Riss zwischen der Atoll-Deko-Rückwand und dem Ablaufschacht. Die hatte ich ja, als ich angefangen habe,
Als ich das Becken gefüllt habe, habe ich die flächig angeklebt, merkte aber da schon, dass die ein bisschen unter Druck stand. Ne? Also die war so ein bisschen nicht ganz hundertprozentig rechtwinklig, stand ein bisschen unter Druck. Aber sie hielt, jetzt hat sie sich wohl vollflächig gelöst, also auf beiden Seiten, wo sie befestigt ist, ist sie vollflächig gelöst und steht jetzt eigentlich quasi nur noch im Aquarium. Und dahinter sammelt sich natürlich alles Mögliche. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und ja, da muss ich irgendwie beigehen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Könnt ihr die roten Spitzen da an der Ragnarok sehen? Ich weiß es nicht, ob ihr die seht. Ich sehe sie auf jeden Fall. Vielleicht kommen sie auf dem Video nicht so rüber. Aber da kommt endlich wieder Farbe aus dem grünen Fitzel, der da wächst oder nicht wächst. Er wird endlich kommt die Farbe raus, die sie eigentlich haben müsste. Das freut mich natürlich. Auch wenn man jetzt hier meine Pink Lady, Pink Cadillac oder ich blende euch den Namen gleich ein, sieht, ne? Die zieht gut an im Vergleich zur Ragnarok. Hat auch mittlerweile das Epo-Rief erreicht, also wächst da drüber. Also auch nicht so schlecht. Naja, geht wohl doch endlich los. Ich habe zwar noch nie gehört, dass Korallen, also beide sind jetzt, wenn man jetzt vergleicht, die sind beide ungefähr gleich groß gewesen, als ich sie reingesetzt habe und sind beide zur gleichen Zeit reingekommen. Also das Wachstum ist erheblich unterschiedlich, wenn man nur die paar Zentimeter von der Höhe vergleicht. Das Licht ist gleich. Natürlich sind ein paar Zentimeter machen einen erheblichen Unterschied, aber dass die Ragnarok so schlecht wächst oder sich so lange braucht, bis sie sich akklimatisiert, hätte ich nie gedacht. Ach ja, wo wir hier gerade sind, ne? Das ist der Rest von meiner Tricolore. Ich habe jetzt die toten Stücke alle weggeschnitten und das ist, die beiden sind der Rest von meiner Tricolore. Wahnsinn, ne? Ist auch nicht mehr so viel. Alles schlimm. Und manchmal spinnt der Fokus ein bisschen. Ich versuche das dann immer händisch nachzuführen, aber klappt halt nicht immer. Und mal so als Resümee von dem Gimbal, dem Roller, den ich jetzt schon seit einer geraumen Zeit nutze. Also richtig hundertprozentig begeistert davon bin ich von dem nicht. Die Technik ist vielleicht nicht ganz schlecht, allerdings die Software, die bei Rollei dahinter steht, ist miserabel. Kann man nicht anders sagen. Also die Follow-Funktion, die funktioniert überhaupt nicht. Die Auflösung ist schlechter als vom Originaltelefon, warum auch immer. Also von der Originaltelefonkamera. Das mal so. Und mittlerweile kriegt man die Software nicht mal mehr. Wenn man dann beim Support sich meldet und sagt, hier passt mal auf, was ist mit eurer Software los, ist alles Murks. Sagen die, ja, die haben wir vom Markt genommen, die gibt es momentan nicht mehr, nehmen Sie doch bitte eine andere Software, dann schicken die dir einen ganz tollen Link. Da kannst du dann theoretisch eine Software von einem Konkurrenzanbieter nehmen, die halt auch funktionieren soll, nur die Software gibt es halt auch nicht mehr, also ist halt auch, ne, alles Halbes und nichts Ganzes. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, von Rollei wegzugehen und die DJ Osmo Mobile 3 oder 4 mal auszuprobieren. Vielleicht erfüllt die eher meine Wünsche. Also mit der hier bin ich nicht ganz so zufrieden. So, jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen auf uns wirken und dann erzähle ich euch mal was. Also, ihr wisst ja, ich habe gesagt, ich will den Schwamm mit Wasserstoffperoxid wegspritzen. Das wäre auch eigentlich immer noch der Plan, wenn der Riss
oder diese lose Rückwand nicht wäre und wenn die Korallen nicht sterben würden. Und das Wachstum ist eigentlich auch nicht so, wie ich das will. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, neu zu starten. Also so wie das Becken jetzt hier ist, ja, werdet ihr das vermutlich nicht wiedersehen. Ich habe die Sachen, die ich dafür brauche für den Neustart, habe ich bereits bestellt. Die kommen die nächsten Tage und dann werde ich loslegen. Was ich mache, verrate ich jetzt noch nicht. Dazu kommt dann später mehr. Also wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht, müsst ihr mich auf jeden Fall abonnieren. Dann kriegt ihr das als Erster mit, wenn das soweit ist. Und ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like, wenn euch das Ganze hier gefällt. Auch wenn es momentan nicht so gute Neuigkeiten sind, aber ja, es kann nicht immer nur rosig laufen. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute. Und seid gespannt, was da kommt. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Auf jeden Fall macht's gut und bis dann. Ciao.